Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe vom World Changer, dem Nachhaltigkeitsmagazin der Salzburg AG. Die Salzburg AG als Green Tech Unternehmen produziert jetzt schon Strom aus 100% erneuerbaren Energien. Trotzdem ist der Klimawandel hier bei uns in Salzburg ebenfalls schon Realität und umso wichtiger ist es jetzt, mit dem Thema auch sensibel umzugehen. Es gibt aber auch einige Klimamythen. Gibt es den Klimawandel überhaupt? Wie aussagekräftig sind die Modelle? Und welche Maßnahmen wirken der Klimakrise wirklich entgegen? Dr. Gunter Sperker, Klimakoordinator vom Land Salzburg, hat für uns die Antworten. Klimamythos Nummer 1. Klimawandel macht doch nichts. Gut, wenn es wärmer wird. Grundsätzlich ist nichts schlecht daran. Also ich habe es auch lieber warm als kalt und nass. Aber wenn man sich unsere Prognosen oder Szenarien anschaut, dann haben wir die Wahl, jetzt bis zum Ende des Jahrhunderts einmal gesehen, zwischen einem Klima, wie es der Gardasee heute hat oder wie es Palermo heute hat. Wenn Sie sich vorstellen, dass wir ein Klima haben wie Palermo heute, dann wissen wir, dass unsere Ökosysteme dem einfach nicht folgen können. Das Problem an sich ist nicht der Klimawandel, ist nicht die Erwärmung, sondern es ist die Geschwindigkeit, in der das vor sich geht. Wenn Sie denken, bis Ende des Jahrhunderts sind wir im Wesentlichen ein Baumleben oder weniger als ein Baumleben entfernt. Und wir wissen, dass Fichten, Buchen, Tannen in einem sizilianischen Klima ganz sicher nicht gedeihen können. Das heißt, die Natur wird sich nicht so schnell anpassen können. Auch das, was wir sozusagen noch in der Hand haben in Richtung Klima-Gardasee, klingt aufs Erste sehr verlockend, aber wir müssten dann auch damit rechnen, dass wir die entsprechenden Niederschläge in relativ kurzer Zeit kriegen und unsere engen Alpentäler sind einfach nicht in der Lage, diese Niederschlagsmengen aufzunehmen. Klimamythos Nummer 2. Ich allein in Salzburg kann doch gar nichts ausrichten. Heute ist es nicht einfach, sich klimafreundlich zu verhalten. Wenn Sie zum Beispiel einkaufen gehen, sind üblicherweise Produkte, die klimaschädlich hergestellt wurden, die nicht umweltfreundlich sind, billiger und leichter zu kriegen. Das heißt, Sie als Konsumentin, ich als Konsument, haben einen ziemlichen Aufwand, alleine wenn Sie an Ihren Einkauf im Supermarkt denken, sich klimafreundlich zu verhalten. Ähnlich ist es in der Mobilität. Es ist völlig absurd, dass ich um 9,90 Euro nach London fliegen kann und vielleicht auch noch das Retourticket dabei habe. Und ich zahle ein Vielfaches davon, wenn ich mit dem Zug nach Wien fahren will. Das heißt, Aufgabe der Politik aus meiner Sicht ist es, klimafreundliche Rahmenbedingungen zur Verfügung zu stellen. Aufgabe von Ihnen und mir ist es, die Politik dabei zu unterstützen und das dann auch umzusetzen. Und ähnlich ist es im Bereich Gewerbe und Industrie. Das, was uns gewerbetreibende Industrielle immer sagen, ist, wir brauchen primär Planungssicherheit. Wenn wir wissen, der Ölpreis steigt so und so, dann können wir uns Alternativen überlegen. Wir brauchen langfristige Sicherheiten bei Förderungen. Und ich glaube, nur in diesem Zusammenspiel kann es gehen. Also einseitig zu sagen, das sollen die Konsumentinnen machen, die sollen sich endlich so verhalten oder das sollen die Politikerinnen richten, so wird es nicht funktionieren. Wenn wir so weitermachen wie bisher, wie sieht die Welt in den nächsten Jahrzehnten aus? Wenn wir so weitermachen wie bisher, sagen uns alle Szenarien, dass wir uns weit, weit über die 2 Grad hinaus bewegen. Wir würden uns dann wahrscheinlich gegen Ende des Jahrhunderts in einer sogenannten 4-Grad-Welt wiederfinden. 4 Grad heißt mittlere globale Temperatur. Das heißt in der Spitzentemperatur 10 Grad, 15 Grad mehr. Das heißt für Salzburg, unsere Spitzentemperaturen in der Stadt Salzburg würden nicht mehr bei 33 Grad liegen, sondern bei 45, 47, 48 Grad. Ich glaube, man braucht nicht viel Fantasie, sich vorzustellen, was dann passiert. Es würde zu einem großflächigen Kollaps unserer Wälder und Ökosysteme kommen. Es würden insbesondere Hochwasserereignisse, Rutschungsereignisse, Muren massiv zunehmen. Und das würde mittel- und langfristig auch unser Lebens- und Wirtschaftssystem massiv gefährden. Was sind konkrete Maßnahmen, mit denen ich im Kleinen etwas zum Klimaschutz beitragen kann? Auch das ist letztlich sozusagen Teil eines gesellschaftlichen, demokratischen Diskurses. Letztlich ist es so, man kann
unter den Menschen verhandeln und sagen, wer muss welchen Beitrag leisten. Mit der Physik kann man nicht verhandeln. Das ist ähnlich wie mit dem Coronavirus. Mit dem Coronavirus kann man nicht verhandeln. Man kann nur sagen, welche Maßnahmen sind für wen tragbar und angemessen. Jetzt ist es so, bis 2050 spätestens muss unser gesamtes Wirtschaftssystem dekarbonisiert sein, wie es heißt. Das heißt, wir müssen im Wesentlichen ohne fossile Brenn- und Treibstoffe auskommen und die Senkenwirkung, also Aufwuchs, Moore, Naturierung und so weiter nützen. Aber das muss bis zur Mitte des Jahrhunderts in einem Gleichgewicht stehen. Daraus kann man sich dann ausrechnen, okay, wie viel steht uns dann eigentlich zur Verfügung und das muss man aufteilen. Aber natürlich, wenn Sie es in der Hand haben, Ihr Heizsystem von fossil auf erneuerbar umzustellen, wenn Sie in der Lage sind, auf Elektromobilität oder öffentlichen Verkehr umzusteigen. Das sind zwei ganz wesentliche Schritte, aber auch hier wieder, wie ich vorher erwähnt habe, das muss Hand in Hand gehen. Ich kann von niemandem verlangen, dass er den öffentlichen Verkehr nützt, wenn der nicht fährt. Ein dritter ganz, ganz wesentlicher Punkt, und da sehe ich eigentlich die meisten direkten Handlungsmöglichkeiten für Konsumentinnen, ist der Bereich Ernährung und Bekleidung. Da kann jede und jeder von uns etwas machen und da gibt es eigentlich die einfache Faustregel, regional, saisonal und nach Möglichkeit bio. Und wenn Sie das befolgen, dann sind Sie auf der Ernährungsseite schon einmal relativ gut, vorausgesetzt, Sie essen sehr wenig Fleisch. Also unsere Vorfahren hatten den schönen Brauch des Sonntagsbratens, da gab es einmal in der Woche Fleisch. Ich möchte auch niemandem seinen Schweinebraten vermiesen, aber wir müssen einfach in der Intensität sozusagen runter. Tipps rund um die Themen Klimaschutz und Energiesparen finden Sie auf www.salzburg-ag.at/energieberatung oder auf der Seite vom Land Salzburg unter www.salzburg.gv.at. Im Nachhaltigkeitsmagazin der Salzburger geht es auch immer wieder um World Changer, also Unternehmen aus der Salzburger Wirtschaft, die am besten Weg sind, nachhaltig zu sein. Wir haben die Salzburg Milch besucht. Nachhaltigkeit und Energieeffizienz werden für viele Salzburger Unternehmen immer wichtiger. Aber einen eigenen Nachhaltigkeitsbeauftragten, den haben wohl die wenigsten. Matthias Kreisberger ist 39 Jahre alt und kümmert sich bei der Salzburg Milch seit letztem Jahr um alle Themen rund um die Nachhaltigkeit. Ja, das Aufgabengebiet ist sehr vielfältig, ist sehr breit. Man muss sich mit ökologischen Themen, mit ökonomischen Themen und sozialen Themen im Betrieb beschäftigen, was die Aufgabe sehr, sage ich mal, herausfordernd macht, aber auch sehr vielfältig und interessant. Im Großen und Ganzen kann man sagen, es ist sehr viel Koordinierungstätigkeit dabei. Ich muss mich sehr intensiv mit verschiedenen Abteilungen abstimmen. Verpackung, Einsparung von Kunststoffen bei Verpackungen ist ein wesentliches Thema bei uns. Wir haben in den letzten Jahren schon sehr viel gemacht. Also wir haben jetzt bei den Käsescheiben, das ist ein ganz aktuelles Thema, die Kartontasse, also eine Kartontasse ist unser neues Projekt und ersetzen Kunststoff durch Karton. Und man kann auch bei dieser neuen Käsescheibenverpackung die Oberfolie, die Kunststoffoberfolie von der Kartontasse komplett trennen. Ja, bei uns in der Salzburg Milch sind schon sehr viele Projekte in dem Bereich umgesetzt worden, also vor allem im Bereich Energieeffizienz ist in den letzten Jahren sehr viel passiert. Also ich nenne da einfach nur das Abwärmenutzungsprojekt in Lamprechtshausen. Damit alle Interessierten ganz einfach Einblick in das Unternehmen bekommen und sich über die verschiedensten Projekte informieren können, betreibt Matthias Kreisberger einen eigenen Nachhaltigkeitsblog. Wir haben die Partnerschaft mit dem Land Salzburg, Salzburg 2050, verlängert. Und wie das dann passiert ist, haben wir das einfach auf unserem Blogbeitrag gegeben. Oder wir haben ein weiteres Elektroauto angeschafft letztes Jahr im Sommer für unsere Schlosser und die machen da die ganzen Bereitschaftsdienste und Fahrten mit diesem Elektrofahrzeug und das haben wir einfach genutzt, um über unseren Elektrofuhrpark oder über unseren E-Pkw-Fuhrpark zu berichten. Oder wir sind jetzt mit dem Staatspreis Smart Packaging ausgezeichnet worden oder nominiert worden und haben das einfach dann einen Blogbeitrag dazu gegeben. Und wenn ich die Blogbeiträge schreibe, dann ist natürlich jetzt ein gutes, stabiles Internet, ein verlässliches, sehr wichtig. Ja. Gerade soziale Medien und Nachhaltigkeit passen für ihn perfekt zusammen. Die neuen E-Autos werden auch von den Mitarbeitern sehr gut angenommen und somit steht einem Wachstum der Flotte nichts im Weg. Mir ist wichtig, authentisch zu sein. Mir ist wichtig,
dass im Unternehmen auch wirklich alle relevanten Bereiche berücksichtigt werden, also jetzt ökologische Themen, ökonomische Themen und auch soziale Themen. Das Aufgabenfeld oder das Feld der Nachhaltigkeit ist ja sehr breit, und dass man da alle Bereiche berücksichtigt, das ist sehr wichtig, dass man auch die gesamte Wertschöpfungskette mitdenkt, also auch, dass man jetzt zum Beispiel die Urproduktion, die Landwirtschaft mitdenkt. Von CO2-Reduktion und Vermeidung von Plastik über einen Nachhaltigkeitsblock und E-Autos. Wer glaubt, hier wäre schon das Ende in Sachen Nachhaltigkeit erreicht, der täuscht sich gewaltig. Wir planen gerade die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Käserei in Lamprechtshausen. Das wird die größte Aufdach-Photovoltaikanlage im Bundesland Salzburg sogar werden, mit 1,6 MW Leistung. Und wir können den Sonnenstrom, der dort erzeugt wird, zu 99 oder über 99% sogar direkt nutzen, also selber eigenständig nutzen. Und es ist sicherlich ein wichtiges Projekt in Richtung Klimaneutralität des Unternehmens, das wir da auch das als Ziel definiert haben. Wenn Sie sich für Themen rund um Energieeffizienz, Photovoltaikanlagen und E-Mobilität interessieren, klicken Sie einfach auf www.salzburg-ag.at/energieberatung. Und nicht nur die Salzburg Milch ist super unterwegs, sondern auch wir als Salzburger AG haben so einige Maßnahmen umgesetzt, um nachhaltig in die Zukunft zu gehen. Die Salzburg AG als das Greentech-Unternehmen im Bundesland Salzburg sieht sich in der Verantwortung, ihre Kunden zu unterstützen, mit sauberer Energie versorgt zu sein und diese effizient zu verwenden, aber auch selbst danach zu handeln. Hier gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten und Maßnahmen. Einige davon sehen wir uns heute an. Das Gebäude der Salzburg AG in der Bayerhammer Straße ist aus den 90er Jahren. Die Beleuchtung in den einzelnen Büros ist mit Neonröhren am Ende ihrer technischen Lebensdauer angekommen. Somit wurde das gesamte Gebäude beleuchtungstechnisch auf den neuesten Stand gebracht. Einerseits wollte man natürlich auch im Punkt Nachhaltigkeit etwas nachlegen, in Richtung grüner Technologie weitere Fortschritte machen. Und haben uns jetzt dazu entschlossen, noch reifliche Überlegungen zusammen mit der Energieberatung und den Kollegen vom Engineering, die LED-Technik einzusetzen. Die neue Beleuchtung ist wesentlich effizienter als die bestehende, rein vom Energieverbrauch her und auch in Kombination damit, dass wir das Licht nur mehr dann einschalten, wenn es auch benötigt wird. Die neue Beleuchtung reagiert auf Bewegung, auf Anwesenheit im Raum, schaltet sich ein, sobald man einen Raum betritt, und stellt sich dann auf das geforderte Maß der Helligkeit individuell ein. Das hat damit zu tun, wie viel Licht fällt von außen in den Raum herein, wie stark ist die Beleuchtung an diesem Tag, die natürliche Beleuchtung. Und die LED-Technik regelt sich dann auf dieses Maß, das für einen Arbeitsplatz notwendig ist, in etwa 500 Lux, so in der Größenordnung, hin und bringt eigentlich nur die Differenz, die notwendig ist, dass eine ausgeglichene Beleuchtung da ist. Rund 300 Büros wurden nach gründlicher Planung umgestellt. Der Eingriff war dann auf einem Minimum für die einzelnen betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. So in etwa 1,5 Stunden war ein Büro circa umgebaut. Und so haben wir jetzt im Zeitraum zwischen Jänner und Juli das ganze Haus umgerüstet. Wie wir erfahren haben, lässt sich im Bereich der Bürobeleuchtung sehr viel Energie sparen. Dies durch einfache und sehr leicht umsetzbare Maßnahmen, was natürlich ein großer Vorteil ist im laufenden Betrieb. Eine weitere mögliche Maßnahme ist die Begrünung von Fassaden und Dächern. Wie und wo das möglich ist, das sehen wir uns im nächsten Teil an. Wir sind jetzt im Heizkraftwerk Mitte der Salzburg AG, im Bereich des Kundenservice. Hier sehen wir uns an, was man bei der Begrünung von Fassaden und Dächern machen kann und wie schön das aussehen kann. Im dritten Stockwerk des Kundencenters befindet sich für die Mitarbeiter eine Dachterrasse, die bis vor kurzem noch kaum genutzt wurde. Und wir haben uns dann überlegt, was können wir hier ökologisch auch im Sinne unseres Unternehmens auch beitragen, und haben uns dann letztes Jahr entschlossen, diese Dachterrasse ordentlich zu begrünen, mit Professionisten ordentlich aufzupeppen. Es war doch etwas aufwendig, weil wir auch den Untergrund erneuern mussten und da Material heraufgeblasen wurde in den
den dritten Stock, das waren sehr beeindruckende Arbeiten. Aber wir haben dann auch geschaut, dass wir das ordentlich planen, dass auch der Bewuchs immer so ist, dass im Frühjahr bereits was sichtbar ist, dass jetzt im Sommer, im Hochsommer auch was sichtbar ist und dass eben auch die Bienen immer was zu tun haben hier herum. Und heuer sieht man das erste Mal ein Ergebnis, nämlich ein wucherndes Grün da hier im Hintergrund. Natürlich ist das jetzt deutlich verbessert wie vorher. Vorher wollte keiner da rausgehen, weil es ja eine, ja, vielleicht darf man das so sagen, gestetten war ein bisschen. Das war ihm nicht so angenehm. Jetzt geht man gern raus, weil man eben allein durch dieses Grün, durch dieses Wachsen hat es eine beruhigende Wirkung und auch auf das Klima, wenn man rauskommt, das ist ein bisschen angenehmer und kühler. Man kann sich in den Schatten setzen und seine Mittagspause da genießen und das wird sehr, sehr gut von den Mitarbeitern angenommen. Wenn Sie Fragen rund um die Themen Energieeffizienz, Energiesparen oder ökologischer Fußabdruck haben, melden Sie sich gerne bei der Energieberatung der Salzburg AG. Das war World Changer, das Nachhaltigkeitsmagazin der Salzburg AG. Und lassen Sie uns die Welt etwas klimafreundlicher gestalten. Die nächste Ausgabe dieses Magazins gibt es übrigens am 5. August und ich freue mich.